Hallo meine Lieben, in der letzten Stunde habt ihr gelernt, dass Gelenke unser Skelett beweglich machen. Heute wollen wir uns anschauen, wie ist denn so ein Gelenk überhaupt aufgebaut? Den grundsätzlichen Aufbau kennen wir ja schon. Es müssen zwei Knochen zusammenkommen, Gelenkkopf und Gelenkpfanne. Doch was glaubt ihr, wie oft bewegt sich so ein Gelenk im Laufe eines Lebens? Zum Beispiel ein Kniegelenk oder ein Ellenbogengelenk, sicher Millionen Male. Und jetzt stellt euch mal vor, zwei Knochen kommen direkt aufeinander und bewegen sich Millionen Male. Was würde wohl passieren? Vermutlich würde es für die Knochen nicht gut ausgehen. Sie würden sich gegenseitig abreiben und immer kleiner werden. Also muss irgendeine Lösung her. Tatsächlich gibt es eine Art Polster, der die beiden Knochen davor schützt, sich gegenseitig abzureiben. Dieses Polster ist ein Knorpel und heißt einfach Gelenkknorpel. Jetzt wäre es natürlich noch ganz gut, wenn sich die beiden Gelenkknorpel aufeinander reibungslos bewegen könnten. Nicht, dass das Gelenk irgendwann anfängt zu quietschen, wie eine alte Schranktür. Und dafür sorgt die sogenannte Gelenkschmiere. Sie befindet sich genau in dem Spalt zwischen den beiden Knorpeln. Wie hält die Gelenkschmiere im Gelenk drin, dass sie nicht ausläuft? Dafür sorgt die Gelenkkapsel. Sie kapselt das ganze Gelenk ab und schützt es so vor dem Auslaufen der Gelenkschmiere, aber auch von außen schützt es, dass nichts zum Beispiel in das Gelenk in den Spalt eindringen kann. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, oder? Aber ganz fertig ist es noch nicht. Wir schauen uns ganz kurz an, was an einem richtigen Gelenk noch dran sein muss. Hier seht ihr das Modell eines Kniegelenks. Ich drehe es mal ein bisschen. In diesem Modell gibt es keine Gelenkkapsel, aber dafür kann man sehr gut sehen, einmal den Gelenkknorpel, der zwischen Gelenkkopf und Gelenkpfanne sitzt, und so komische Streifen, die ich jetzt gerade hinzeige, hier hinten und auch an der Seite. Und das sind die sogenannten Gelenkbänder. Wofür könnten die gut sein? Die Gelenkbänder sind dehnbar, machen also jede Bewegung des Gelenkes mit, aber gleichzeitig stabilisieren sie das Gelenk auch. Sie sorgen dafür, dass der Gelenkkopf nicht plötzlich komplett aus der Gelenkpfanne rutscht. Im Falle des Kniegelenks sorgen sie auch noch dafür, dass die Kniescheibe immer an der richtigen Stelle sitzt. Wir müssen also noch ergänzen, die Gelenkbänder stabilisieren das Gelenk und sorgen dafür, dass der Gelenkkopf nicht aus der Gelenkpfanne rutscht. Wiederholen wir also nochmal gemeinsam die Teile eines Gelenks. Beginnen wir mit den beiden Knochen, Gelenkkopf und Gelenkpfanne. Auf Gelenkkopf und Gelenkpfanne befindet sich der Gelenkknorpel. Er schützt die beiden Knochen davor, sich gegenseitig abzureiben. Zwischen den Gelenkknorpeln befindet sich die Gelenkschmiere, die dafür sorgt, dass sich alles flüssig bewegt. Die Gelenkkapsel schirmt das Gelenk nach außen hin ab. Und zu guter Letzt die Gelenkbänder stabilisieren das Gelenk und halten alles so an Ort und Stelle, wo es hingehört. Das Ganze dürft ihr jetzt als Hefteintrag übernehmen. Ihr skizziert, zeichnet das Gelenk, verwendet bitte ruhig verschiedene Farben für die einzelnen Teile, damit man gut erkennen kann, was ihr dann auch beschriftet. Die Beschriftung selber dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne so machen wie ich, dass ihr dann auch unterschiedliche Farben bei der Beschriftung verwendet, sodass man noch besser zuordnen kann, welchen Teil in eurem Bild ihr meint.
Gut, dabei wünsche ich euch viel Freude und ja, das war's schon. Bis zur nächsten Stunde.